Einen wunderschönen, schönen Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Miroslav. Schedivi. Schedivi, da ist ein Fehler. Nein, so ist es auch falsch. Genau. Also, mein Name ist Miroslav Schedivi und was ich manchmal höre, ist, dass mein Name ungültig ist. Ich komme ursprünglich aus der Tschechoslowakei, habe irgendwo in Frankreich studiert, jetzt wohne ich in Deutschland. Und das, so liest man meinen Namen richtig, Miroslav Schedivi. Schedivi bedeutet grauhaarig. Und wenn ihr eine Tastatur, internationale Tastatur mit der Kompost-Taste habt, dann so könnt ihr den Namen auch eintippen. Und was machen wir heute? Erzählen wir über zwei Teile. Erstmal über Namen und allgemein Texten, wie man die in Programmiersprache Python bearbeitet. In anderen Sprachen ist das ähnlich, aber in Python ist ein sehr schönes Beispiel, in dem man sehen kann, wie man damit arbeitet. Schauen wir uns, wie man beim Programmieren mit den Textketten arbeitet, wie man die kodiert, damit sie zum Beispiel auf die Festplatte oder übers Netzwerk gehen können, normalisieren und so weiter. Das alles erkläre ich euch, wie das funktioniert. Und zweiter Teil ist, wie die Namen im Web, also die Online-Formulare, Datenbanken und so weiter funktionieren. Das ist, normalerweise wäre das jetzt ein Vortrag für Leute, für Entwickler, damit sie sehen, wie sie mit den Namen aus der ganzen Welt umgehen können. Leider passiert es sehr oft, habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, dass ein Formular euch sagt, nee, euer Name ist ungültig, da sind ungültige Buchstaben oder zu lang oder zu kurz oder erster Name oder Vorname, Nachname, wieso passt euer ganzer Name nicht rein? Und da hinten stecken Programmierer, also Leute, die sich da ein bisschen auskennen, mehr oder weniger, und die haben irgendwelche Vorgaben in den Projekten. Wenn sie eine Webseite machen, sie sollten ein Formular schreiben, der einen Namen so und so akzeptiert, und wenn man da was anderes schreibt, dann sollte das mit einer Fehlermeldung zum Beispiel zurückgehen. Und viele Programmierer wissen nicht, was alles ist, wie alles funktioniert. Wenn so ein Programmierer zum Beispiel John Smith heißt, ja, dann weiß er nicht, dass jemand zum Beispiel Miroslav Schedivi oder von und zu heißen kann. Und da wollte ich euch zeigen, wie schwierig die Arbeit von den Programmierern ist oder was alles sie vergessen, was alles diese Programmierer ignorieren und womit wir Leute mit Namen, die nicht zu einem sehr einfachen Standard gehören, obwohl das kein Standard ist natürlich, damit machen können. In Python 3, also das ist eine sehr verbreitete Programmiersprache, und falls ihr irgendwann mit Programmieren anfangen möchtet, dann empfehle ich euch absolut, euch Python anzuschauen. Unterscheidet man zwei unterschiedliche Typen von Variablen, die irgendwie mit Text arbeiten. Erstmal str, das ist String. Das sieht wie Text aus. Ein Text, den ihr kennt. Also da sind einzelne Buchstaben. Und die Buchstaben, die können eine aus der Liste von über 1 Million sein. Da sind jetzt alle Buchstaben A bis Z, große, kleine. Da sind jetzt alle diese Sonderzeichen aus anderen europäischen Zeichen. Da sind Kyrillisch, griechische Alphabet, japanische, chinesische und arabische. Also alle möglichen Alphabete der Welt. Dadurch sind die meisten, also ich sage jetzt nicht alle, aber die meisten möglichen Zeichen in der Welt abgebildet. Da sind auch Zeichen wie Leerzeichen, Punkt, Komma, Fragezeichen, umgedrehte Fragezeichen, alle möglichen Anführungszeichen, Bindestriche, lange, kurze Bindestriche und sogar ein paar Emojis. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt als Programmierer mit den Texten arbeitet und die sollten auf die Festplatte geschrieben werden oder man will sie übers Netzwerk schicken, dafür kann man nicht beliebige Buchstaben verwenden, weil Standard in der Kommunikation sind einzelne Bytes. Und ein Byte, das sind immer 8 Bit, das ist 8 mal 1 oder 0. Und wenn ihr 8 mal 1 oder 0 habt, dann habt ihr eigentlich nur 256 Möglichkeiten, Kombinationen, die da standardweise gespeichert werden können. Und da ist jetzt die Frage, wie kann ich jetzt meine 1 Million mögliche Zeichen, Buchstaben, wie kann ich sie jetzt auf ein Byte schreiben? Da hinten ist eine ganze Wissenschaft, da sind verschiedene Codierungen, die in der Geschichte entwickelt worden sind. Wenn
jetzt in Python auch Strings und auch Bytes, also Textketten und Bytes, also das, was auf die Festplatte geschrieben wird, sehen wie Texte aus. Also das sind Texte, die jetzt in doppelten oder einfach in Anführungszeichen angeschlossen sind. Und auf der linken Seite seht ihr Chuck Norris und das ist ein String, also das sind Buchstaben. Und wenn es Bytes sind, da kommt davor, da steht so ein kleines B und das sagt mir, das, was in den Anführungszeichen ist, das sollte auf die Festplatte geschrieben werden, das sind einzelne Bytes. Und da an jeder Stelle kann nur etwas zwischen 0 und 255 sein und dazu gehören gerade Leerzeichen und Buchstaben, die zu ASCII gehören, also A bis Z, ohne jetzt irgendwelche Axons, große, kleine Buchstaben. Das heißt, wenn jemand jetzt Chuck Norris heißt, da sind 12 Buchstaben und das wird auch auf die Festplatte in 12 Bytes geschrieben. Und in Python kann ich jetzt aus Strings zu Bytes kann ich jetzt mit .encode kann ich das encodieren und decode wieder, wenn ich etwas aus der Festplatte lese und habe diese Bytes, ich kann das dekodieren und kriege jetzt einen String, der genauso aussieht. Da ist es einfach. Ihr seht, ja, 12 Zeichen sind 12 Bytes. Alles einfach. Chuck Norris braucht sowieso keine Codierung, also die Codierung braucht ihn. Wenn ihr jetzt aber aus Deutschland seid und ihr sprecht, also ihr heißt jetzt Müller, dann Müller sind auch 6 Buchstaben, aber die Ü gehört nicht zu den Basisbuchstaben, die ganz direkt mit der einfachen Codierung gespeichert werden können. Das heißt, in dem Fall braucht man schon 2 Bytes. Und die Bytes sind jetzt mit Backslash XC3, Backslash XBC. Da sind jetzt Bytes, die jetzt nicht durch einfache Buchstaben darstellbar sind. Und ihr seht, dass für Müller, wenn ich das auf die Festplatte schreiben will, braucht man schon 7 Bytes. Wieder, wenn ich das lesen will, dann kriege ich die 6 Buchstaben. Wenn ich jetzt einen chinesischen Namen habe, okay, das ist jetzt kein Name, das heißt Ni Hao, also Hallo auf Chinesisch, die 2 Zeichen, 2 Buchstaben, 1, 2, dafür, wenn man sie auf die Festplatte schreiben will, braucht man 6 Bytes. Ja? So, was ich jetzt hier gezeigt habe, die Codierungen, also die Standardcodierung heißt UTF-8. Das ist wichtig eigentlich, wenn man programmiert, sich zu merken, dass man UTF-8 benutzen will. Und mit UTF-8 kann man eigentlich alles, also alle Zeichen aus direkt encodieren. Es gibt oder es gab früher, die gibt es noch immer, andere Codierungen. Also hier zum Beispiel ASCII. Und ASCII kennt nur 127 Zeichen. Also das ist wirklich sehr einfach. Das ist das, was man zu programmieren braucht. Große, kleine Buchstaben, Zahlen und das, was ihr auf der englischen oder amerikanischen Tastatur direkt habt, also Ausrufezeichen, Dollar, Prozent, Klammer auf zu, also verschiedene Klammern, Anführungszeichen, Punkt, Schrägstrich und so weiter. Und da kann man Chuck Norris direkt codieren. Das ist einfach. Also 12 Buchstaben sind 12 Bytes. Jetzt Müller, wenn ich ASCII mit ASCII kann ich das nicht encodieren, weil ASCII kennt nur den Basis, die Basis. Aber man hat irgendwann in den 70ern, 80ern hat man eine ISO-Norm entwickelt, die heißt Latin 1. Und die kennt Buchstaben aus den westeuropäischen Sprachen, also Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, noch was. Und das heißt, das U mit Umlaut kann man direkt als ein Byte speichern. Aber dann muss man wissen, diese Byte, also diese Backslash XFC, das ist eigentlich wie eine Zahl, 253, glaube ich, die kann man da direkt kodieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Nachnamen Shigivi schreiben will, Shigivi kann man mit Latin 1 nicht kodieren, weil Buchstabe Sch ist nicht Teil von Latin 1. Dafür brauche ich Latin 2. Das ist wieder für die mitteleuropäischen Sprachen, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Ungarisch und ein paar weitere. Und dann kann ich das Sch kann ich wieder kodieren als ein Byte. Aber da muss ich wieder wissen, dass ich mit Latin 1 oder Latin 2 unterwegs bin. Und jetzt sage ich, hier in Deutschland kriege ich ab und zu Post. Und ich kriege das von einem großen Online-Laden. Und Pakete, die sehen so aus. Und jetzt seht ihr, da ist jetzt kein Sch, obwohl online habe ich jetzt meinen Nachnamen richtig geschrieben. Und da ist jetzt ein Fragezeichen. Woher kommt dieses Fragezeichen? Wenn ich jetzt Shigivi mit der Latin 2-Kodierung kodiere, dann geht es, dann wird das richtig geschrieben, das funktioniert. In Deutschland benutzt man aber eher Latin 1. Wenn ich jetzt meinen Namen mit Latin 1 kodiere, dann kommt eine Fehlermeldung, eine Exception.
Das ist, das sagt, Programm sagt, steigt aus und sagt, nee, mache ich nicht. Weil da ist dieser Sch, das kann ich nicht lesen, das kann ich nicht kodieren in Latin 1. Ja, aber ich kriege doch Pakete von diesem Online-Laden. Ich kriege keine Ausnahmen oder keine Fehlermeldungen. Ja, da kann man jetzt beim Programmieren kann man sagen, Latin 1, wenn da ein Fehler ist oder irgendwie ein Buchstabe ist, den man nicht kennt, dann replace. Replace bedeutet, im Fall von einem Fehler, ersetze jetzt diesen Buchstaben durch was anderes. Und es wird das wird immer durch einen Fragezeichen ersetzt. Und dann sieht es so aus und daher kommt sehr wahrscheinlich das Schegiwi, also das Fragezeichen anstatt von Sch. Glücklicherweise sieht es ähnlich aus, der Briefbote sieht das, guckt auf Briefkasten und sagt, okay, das kann ich hier liefern. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen tiefer im Programmieren seid, in Python, das hier ist die Möglichkeit, wenn ihr jetzt anstatt von Fragezeichen was anderes haben könnt, ihr könnt da sogar ein Stück Programm schreiben, was da was anderes ersetzt. Oder sogar hier in dem Fall schreibt es dort eine zufällige Ziffer zwischen 0 und 9. Und dann kann das so aussehen. Also man kann schon das Wichtige so programmieren, dass das irgendwas macht, aber man muss es wissen. Man darf es nicht ignorieren. Fragezeichen, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber es ist schon ziemlich blöd, würde ich sagen, einen Namen von einer Person so kaputt zu machen. Aber ich kriege trotzdem Post, die so aussieht, macht man sie so aus. Und sogar alle diese drei Fälle kommen aus von der gleichen Gesellschaft in Deutschland, die so große weiße Züge hat und rote Züge und so, die fahren ziemlich überall in Europa, aber trotzdem mit Kundenkarte, mit Online-Tickets und so weiter kriegen die das nicht wirklich hin. Und ihr seht, die benutzen immer unterschiedliche Systeme, die meinen Namen immer unterschiedlich kaputt machen. Das hier ist wieder eine Gesellschaft in Deutschland, die Flugzeuge betreibt. Und wenn ich jetzt meinen Nachnamen, mich irgendwo Ticket kaufen wollte, da stand, im Feld Nachname des Erwachsenen können Sie nur Buchstaben eingeben. Mein Name besteht aus Buchstaben. Ja? Aber was ist eigentlich ein Buchstabe? Normalerweise, wenn ihr programmiert, dann nutzt ihr nur die Buchstaben A bis Z, jetzt ohne Sonderzeichen oder Axons. Aber in Python 3 darf man sogar eine Variable so nennen, also Schegiwi, oder ihr könnt da das mit Buchstaben benennen. Aber ihr könnt eine Variable, also Ort im Speicher, wo ihr irgendwelche Informationen speichert, dürft ihr nicht zum Beispiel 3 nennen, also nicht mit Zahl, nicht mit Punkt und so. Das muss immer Buchstaben sein, also ein Wort. Und wie weiß ich, dass Sch ist zum Beispiel ein Buchstabe, aber Punkt oder Smiley oder sowas nicht. Dafür kann man hier mit einem Stück Code kann man fragen, ja, was zu welcher Kategorie gehören die Buchstaben? Und hier seht ihr, die erste Spalte, das sind die Buchstaben, A mit Umlauten, scharfes S, Sch, Punkt, Fragezeichen, also Smiley. In der zweiten Spalte seht ihr sowas wie L, 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 U, Z, S, P, O, S, O. Und das hier sind das ist die Kategorie. Also zum Beispiel A, kleiner Buchstabe A, ist LL, das bedeutet Letter Lowercase. Großes A ist LU, Letter Uppercase. Entschuldigung. Das bedeutet, dass jeder Buchstabe oder jede Zeichen, was man so schreiben kann, gehört zu einer Kategorie und man weiß ganz genau, dass scharfes S, es sieht wie irgendwas aus, keine Ahnung, Leute außerhalb von Deutschland kennen das vielleicht nicht, aber es ist ein Buchstabe und sollte als kleine oder große Buchstabe gesehen werden. SO ganz am Ende, dieses Smiley, SO bedeutet Symbol etwas. Und danach kommt der Name. Und jeder Zeichen hat irgendeinen Namen. Bei den lateinischen Buchstaben ist es relativ einfach, also Latin Small Letter A, Latin Small Capital Letter A und dann mit Diaresis oder mit anderen Sonderzeichen oder Diakritik. Aber wenn ihr jetzt irgendwie einen chinesischen Zeichen oder irgendwas aus anderen afrikanischen, asiatischen Alphabeten habt, dann steht da ganz genau die Beschreibung, was das bedeutet. Und so könnt ihr eigentlich sehen, was für ein Zeichen das ist. Das hier ist eine Liste von allen Kategorien, also wirklich, das ist bekannt und man kann, wenn man etwas nicht weiß, was das ist, man kann das eigentlich mit Hilfe von dem kategorisieren und man weiß, was für ein Zeichentyp das ist und ob es jetzt ein Teil von einem Wort ist oder ein Sonderzeichen oder eine Interpunktion oder was anderes.
In eurem Betriebssystem habt ihr bestimmt etwas wie eine Zeichenkarte, also Character Map, wo ihr wirklich alle Zeichen habt und da könnt ihr auch den Namen sehen. Und das ist sehr praktisch, weil mit diesem Namen könnt ihr dann den Zeichen identifizieren, auch wenn ihr zum Beispiel das Zeichen nicht auf eure Tastatur tippen könnt. Das ist dann sehr praktisch, weil ihr dann danach suchen könnt und kopieren könnt. Keys Folding. Das hier bedeutet, das ist die Konversion zwischen kleinen und großen Buchstaben. Also in Python habe ich jetzt Text A, E, Sch und wenn ich das mit Upper konvertiere, dann kriege ich die großen Buchstaben wieder von den großen, kann ich mit upper, Punkt Lower, kann ich das wieder zu den kleinen konvertieren. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wenn ich jetzt das scharfe S habe und Uppercase davon haben will, dann kriege ich großes SS und nicht das Zeichen von großen Scharfen ist, weil das ist schon aus historischen Gründen so und das ändert sich, das kann man nicht so ändern, weil sonst würde das in vielen Programmen irgendwas kaputt machen. Da hat man nicht so eine Freiheit. Wieder, wenn ich jetzt große Scharfe S habe und konvertiere zu Lowercase, dann kriege ich das kleine Scharfe S, da funktioniert es. Also mit allen viele Zeichen kann man natürlich nicht konvertieren, also chinesische und. Aber es gibt ein Zeichen aus unserem Basic-Alphabet, also aus dem ASCII A bis Z, das wir, also Europäer, kaputt gemacht haben, einer anderen Sprache. Und das ist das I. Wenn ich jetzt das I zu Uppercase, also zu großen Buchstaben, konvertiere, dann kriege ich I. Sieht einfach aus, also I, ja, was sollte da schief gehen? Aber es gibt mindestens eine Sprache, die sagt, nee, das stimmt nicht. Und das ist Türkisch. Das I mit Punkt. Es gibt I mit Punkt klein-groß und dann gibt es Ö mit Punkt klein-groß. Und wenn ich jetzt das I mit Punkt klein zu großen konvertiere, dann kriege ich das I mit ohne Punkt und das ist aber Ö im Türkischen. Also wenn ihr jetzt einen türkischen Namen habt und ihr habt da gerade dieses I, Ö und es gibt irgendwo eine Konvertierung, dass man, ihr schreibt euren Namen in kleinen Buchstaben und man will irgendwie auf dem Namensschild per Post oder irgendwo ganz groß euren Namen in großen Buchstaben schreiben und ihr habt einen türkischen Namen, dann die meisten Programmierer werden das eigentlich falsch machen. Weil die achten nicht, die sagen, ja, ich konvertiere ich, ist klar, no problem, wenn man Englisch oder Deutsch spricht oder beliebige andere europäische Sprache, aber die Türken sagen, nee, geht nicht. Ja? Und wenn ihr jetzt eigentlich das richtig für die Türken machen wollt, dann braucht ihr in eurem Code jetzt eine Bibliothek zu importieren, also schon etwas Fertiges, was jemand anders geschrieben hat, verwenden, aufrufen und dann könnt ihr mit zum Beispiel hier mit der Bibliothek ICU, also International Components for Unicode, könnt ihr das jetzt richtig konvertieren. Aber da muss man denken, und es gibt bestimmt irgendwie andere Sprachen, wo die Regeln ein bisschen anders sind. Also da muss, wenn jemand schon irgendwie mit internationalen Namen oder mit anderen Textketten was arbeiten will, dann muss man das eigentlich schon richtig machen. Normalisieren. Das ist schon relativ technisch, aber ich zeige euch, ich habe jetzt in der Variable Wort 1 habe ich jetzt süß, also drei Buchstaben, und dann will ich das normalisieren. Das bedeutet, ich will jetzt die Zeichen in eine Normalform setzen und das, wenn ich die zwei jetzt vergleiche, die beiden sehen gleich aus, also süß und süß. Aber erste besteht aus drei Zeichen, drei Buchstaben. S, U mit Diäresis, also mit Umlaut, und mit scharfem S. Und wenn ich das normalisiere, dann kriege ich vier Zeichen. Ich kriege S, ich kriege U, normales U. Nachher kriege ich zwei Punkte, also Umlaut. Aber das heißt Combining Diäresis. Und dann kriege ich das scharfe S. Und ihr seht, dass in dem zweiten Wort die Zeile mit der 2 ist ein bisschen verschoben nach links. Das ist jetzt kein Tippfehler, das heißt, dass die zwei Punkte, also Umlautzeichen, hat keine Breite. Richtig, weil wenn ich jetzt S, U, Umlaut, scharfes S schreiben will, dann sind es nur drei Buchstaben, aber zweite U mit zwei Punkten wird kombiniert zu einem. Und wenn die Programmierer jetzt einer Text, zweiter Text, für euch sieht das gleich aus, aber wenn die jetzt vergleichen wollen, dann kriegen sie zwar also etwas, was nicht miteinander korrespondiert. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil mit Hilfe von dem zweiten mit dem zweiten Fall, also mit den vier Zeichen, kann man eigentlich schon ganz tolle Sachen machen. Also man kann zum Beispiel nicht
U-Umlaut machen, weil U-Umlaut gibt es natürlich, aber man kann scharfes S mit Umlaut machen, scharfes S mit Haken oben oder mit Cindy unten oder irgendwas. Ja, da könnt ihr beliebigen Zeichen nehmen und danach diese Zeichen für Combining irgendwas machen und dann habt ihr was Wildes. Also zum Beispiel wie hier. Das hier ist eine Antwort aus Stack Overflow, das ist so ein Online-Community-Forum, wo Leute Fragen stellen können zum Programmieren und dann gibt es Leute, die antworten. Und es gibt Voting, das heißt, die besten Antworten, die kriegen ganz viele Punkte und sind oben und das ist sehr hilfreich. Und ohne Stack Overflow sind wir, die Entwickler, eigentlich komplett rausgeschmissen. Das hier ist eine Antwort auf die Frage, ob man HTML mit Regular Expression parsen kann. Was ganz Technisches, nicht wichtig. Wichtig ist, dass hier in diesem Text der Autor antwortet, hat natürlich will sagen, dass man sowas nicht machen darf, weil aus programmatorischer Sicht macht das, ergibt das keinen Sinn. Aber er will da so ein bisschen Expression machen und ihr seht, dass er da irgendwie so ein bisschen so schwarze Tinte gekleckert hat. Das hier sind eigentlich alle diese Combining-Zeichen. Also da sind normale Zeichen und danach hat er alle mögliche Umläute, City und, also alles danach hat er dran geklebt und nachher sieht es genau so aus. Macht das nicht natürlich in normalem Code, aber wenn ihr so ein bisschen Effekt machen wollt, dann kann man das dafür nutzen. Alphabetisches Sortieren, das ist auch etwas. Wenn ihr jetzt mit Nachnamen zum Beispiel Šeševi heißt, ich komme aus der Tschechoslowakei und ich bin gewohnt, dass mein Name zwischen S und zwischen T, also S und T erscheint. Sch als Buchstabe im Tschechischen, Slowakischen ist zwischen S und T. Und es gibt andere Buchstaben und in eurer Sprache seid ihr vielleicht gewöhnt, dass das mit irgendwelchen Akzents ist direkt neben dem Buchstaben ohne Akzents oder direkt danach oder ist einfach nur gemischt und. Wenn aber ihr euer Name jetzt zum Beispiel mit Sch anfängt und ihr befindet euch ganz am Ende der Liste, dann wisst ihr, da hat jemand sich keine wirklich Gedanken gemacht, hat einfach nur Default sortiert, also ohne jetzt irgendwas Spezifisches zu einer Sprache zu machen. Hier die Sorted-Funktion in Python, die nimmt einfach das, was danach kommt und sortiert es. Wenn es Zahlen sind, sortiert sie von unten nach oben. Wenn es Zeichen sind, dann sortiert er sie alphabetisch. Und hier seht ihr, dass wenn ich jetzt diese Buchstaben einzeln sortiere, dann kriege ich AOU groß zuerst, dann AOU klein, dann AOU mit Umlaut groß, scharfes S, dann AOU mit Umlaut klein, nachher kommt Esch und dann groß, scharfes S kommt erst am Ende. Also wenn irgendwas alphabetisch so sortiert wäre, dann ergibt es eigentlich gar keinen Sinn. Man kann da nicht finden, weil wenn ich jetzt noch weitere Zeichen nehme, irgendwelche Umlaute oder CD oder sowas, dann befindet sich das an den Orten, also an den Positionen, die ich nicht erwartet hätte. Und das heißt, das hier wird sortiert nach dem Unicode. Also Unicode, das ist diese Liste von 1 Million Zeichen, die ich am Anfang so erwähnt habe. Und jeder Zeichen hat irgendwo da Platz. Und am Anfang, die ersten Zeichen, das sind natürlich das, was auf der US-Tastatur steht. Also diese Buchstaben, klein, groß, klein, Zahlen und dann ein paar Interpunktionszeichen, die ihr auf der Tastatur habt. Und danach kommen jetzt lateinische, große Buchstaben, kleine Buchstaben. Dann kommen mitteleuropäische, dann kommt eventuell griechisch, dann kommt kyrillisch in irgendeiner Reihe. Und dann irgendwann kommen alle chinesischen Zeichen und. Und das ist eine Reihe. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, aber es gibt noch irgendwie ein Zeichen, zum Beispiel wie das große scharfe S, erst später gekommen ist, ja, dann wird das irgendwo am Ende gesetzt. Und deswegen das große scharfe S erscheint hier auch ganz am Ende. Wenn ihr das jetzt aber so sinnvoll sortieren wollt, dann gibt es Locale. Und Locale, das ist im beim Programmieren, das ist so eine Bibliothek, die weiß, man sagt, in welcher Sprache man arbeitet und das Ding weiß, dass es Sachen, wie es Sachen alphabetisch sortieren soll, wie es Datum schreiben soll, also mit Monat, Jahr am Ende, wie die Monate heißen, Januar, Februar oder Jänner, Februar oder January, February, wie die also Datumformat, Zeitformat, AM, PM, wie Geldbeträge aussehen sollen. Also das alles ist da definiert. Und wenn ich jetzt Locale DE, DE, UTF 8 habe, DE klein bedeutet Deutschland, Deutsch, DE groß bedeutet Deutschland, also Deutsch in Deutschland, es gibt doch Deutsch in Österreich, in der Schweiz und so weiter, Punkt UTF 8. UTF 8 ist die Art, wie man kodiert, das habe ich euch am Anfang gezeigt, das ist die
Default-Codierung in Python, die erlaubt, alle möglichen Zeichen, alle möglichen Buchstaben zu speichern. Dann kann ich das so definieren, sagen, ich bin jetzt in Deutschland und ich will das deutsch alphabetisch sortiert haben. Und da seht ihr, wenn ich jetzt A, B, A, B, A Umlaut sortiere, dann das A Umlaut kommt zwischen A und B. Also wunderschön. Jetzt, stellt euch vor, ihr seid aus Schweden. Und in Schweden haben sie auch A mit Umlaut. Aber im schwedischen Alphabet kommt es am Ende vom Alphabet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin SVSE, also SV ist schwedische Sprache, SE ist Schweden, UTF-8, dann sortieren von diesen Zeichen ergibt A, B und A Umlaut. Ja, und wieder in anderen Sprachen habe ich die Sortierung wieder woanders. Jetzt gibt es aber auch Ausnahmen. Also zum Beispiel im ungarischen CS ist Ton, also klingt wie Tsch, das heißt Tschipisch ist das letzte Wort, bedeutet Schaf, wie das Essen. Und Tsch kommt nach dem C, zwischen C und D. Das bedeutet alphabetisch, wenn ich jetzt ganz primitiv Buchstabe nach Buchstabe gehe, dann sollte Tschipisch eigentlich vor dem Zwickli stehen, aber da es nicht CS ist, sondern Tsch, kommt es danach. Ja? Und das, die Programmierer müssen das eigentlich die richtige Sprache einstellen und dann kann man das richtig alphabetisch sortieren. Im Tschechischen und Slowakischen, wie ich gesagt habe, wir haben Tsch, Sch, Sch und so weiter, das sind jetzt mit Häkchen, die kommen nach den gleichen Buchstaben ohne Häkchen. Und dann gibt es CH, das klingt H, gibt es auch im Deutschen, aber im Tschechischen und Slowakischen H erscheint zwischen H und I. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel euer Nachname mit H, also Horvat, Chabad und so weiter, anfängt, dann alphabetisch befindet ihr euch zwischen H und I. Aber wenn ein Programmierer ignoriert, dass ein tschechischer oder slowakischer Wortreihenfolge alphabetische Reihenfolge sein soll, dann landet ihr irgendwo bei C. Im Französischen, es ist noch wilder, die Franzosen, die haben zwei Arten von Sortieren. Zuerst sortieren sie alphabetisch ohne Sonderzeichen, also die vier Buchstaben sind dann gleichwertig. Aber wenn es Axons gibt, dann sortieren sie vom Ende. Das heißt, zuerst kommen die zwei Wörter, die auf dem E nichts haben und dann die zwei Wörter, die auf dem E ein Axon aigu haben. Und zwischen den zwei Wörtern kommt zuerst das Wort, was auf dem O nichts hat und dann das, was da auf dem O ein Axon circumflex hat. Also das muss man auch kennen und wissen, dass man sich jetzt eine französische Sortierung haben will. Dann funktioniert das so. Das Problem jetzt wieder rein technisch ist, dass ein Locale ist mit dem Prozess verbunden. Prozess bedeutet jetzt ein Programm, läuft auf dem Rechner. Wenn ihr zum Beispiel eine Webseite aufmacht, da hinten läuft auch ein Prozess auf dem Server, dem ihr sagt, ihr klickt auf die Webseite, ihr schickt ihm, ich will jetzt www.irgendwas.de oder so und es baut Inhalt von der Seite und schickt euch alle Bilder, ganze Texte und so weiter. Und wenn ihr jetzt irgendwo klickt, ich will jetzt meine Liste, meine E-Mails, also Kontakte oder irgendwas alphabetisch sortiert haben, dann dieser Prozess sagt, ja, okay, ich habe jetzt diese Liste, ich sortiere das, zum Beispiel in Python damit, und schickt euch wieder die alphabetisch sortierte Liste. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn ein Programm auf dem Server läuft und es gibt jetzt 100 oder 1000 oder wie viele Leute, die gleichzeitig da sich verbinden, dann wenn jemand sagt, ich will aber eine deutsche Sortierung, dann mit dem Stück Code würde diese deutsche Sortierung für alle gelten. Ja, weil die Information, in welcher Sprache, in welchem Land ich mich jetzt gerade befinde, ist einmal pro Prozess definiert. Und wenn dieser Prozess für tausende Benutzer da gleichzeitig ist, dann funktioniert das nicht. Deswegen, wenn ihr jetzt in Python programmiert, anstatt von Locale, solltet ihr wieder ICU benutzen. Das haben wir schon gesehen bei der Konvertierung von türkischen großen kleinen Buchstaben. Das erlaubt euch eigentlich, die Liste richtig zu sortieren. Oder dann PUCA. Aber hier wird keine Sprache definiert. Das bedeutet, es gibt eine relativ schöne offizielle Liste von Zeichen, wie sie sortiert sind. Also da kommt das U mit Umlaut, kommt irgendwo beim U und. Aber es ist jetzt, kommt gleiche Ergebnis für Deutsch und für Schwedisch. Aber es ist irgendwas, was relativ sinnvoll, also besser aussieht als das, was Default ist. Regular Expressions, das ist eine Art, wie man beim Programmieren aus Texten irgendwelche Objekte oder irgendwelche Buchstaben extrahiert und findet. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Text München 1, 2, 3 und ich will jetzt München extrahieren. Das bedeutet, ich will jetzt eine Gruppe von
Buchstaben extrahieren. Leerzeichen und 1, 2, 3 interessieren mich nicht. Wenn ich jetzt sage, gib mir alle Zeichen, die jetzt A bis Z sind, groß, klein, dann sieht er diese U mit Umlaut nicht. Dann denkt er, okay, M ist eigentlich ein Wort. Nachher kommt irgendwas, was nicht zum Wort gehört, weil U-Umlaut sieht nicht wie ein Buchstabe aus, weil es kennt als Buchstabe nur A bis Z. Und dann Rest kommt hen. Das ist nicht richtig. Wenn ihr jetzt, könnt ihr jetzt Backslash W, W, also Backslash W nutzen, das ist alle alphanumerische Zeichen. Alphanumerische Zeichen bedeutet alles, was Buchstaben sind und was auch Zahlen sind, aber wiederum kriege ich nachher München und 1, 2, 3, aber 1, 2, 3 interessiert mich nicht, ich will nur München. Dafür, wenn ihr jetzt in Python programmiert, nehmt Regex Bibliothek und da könnt ihr eigentlich definieren, aus welcher Kategorie ihr das haben wollt. So, wir haben jetzt mit Python angefangen, aber jetzt kommen wir endlich zu den Namen, zu den Webformularen. Ich sehe euch jetzt nicht, aber ich möchte wissen, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wer von euch könnte den Namen so schreiben, also First Name, Last Name. Ja, ich kann das machen. Aber es gibt manche unter euch, die haben sowas wie Middle Name. Es gibt dann Leute mit Patronymic, Metronymic Surname. Es gibt Leute sowas wie im Isländischen, dass wenn der Sigur, sein Name, sein Vater hieß Johann, dann heißt er Sigur Johansen. Aber er ist nicht Mr. Johansen, er ist Mr. Sigur Johansen oder Sigur. Ja, Johansen ist nicht Nachname, also das ist kein Familienname. Oder wenn ihr jetzt ungarisch oder ostasiatisch seid, dann Last Name, First Name ist wahrscheinlich die Reihenfolge. Oder wenn wir hier irgendwelche Päpste, Könige oder Königinnen haben, dann passt ihr wahrscheinlich hier rein. Ja, oder habt ihr einfach nur einen Namen. Und wenn jetzt die Programmierer ignorieren und es gibt viele Möglichkeiten, also wie man seinen Namen schreibt, und die wollen absolut von euch First Name, Middle Name, Last Name, und ich habe kein Middle Name, oder manche Leute haben mehrere Last Name oder irgendwas, ja, dann, und die sagen, ja, aber ohne Middle Name kann ich nicht weitermachen, dann ist da eigentlich irgendwas falsch. Die haben nicht dran gedacht, die haben das ignoriert, obwohl das Problem sehr lange bekannt ist. Ja, und wenn ihr jetzt noch irgendwelche von und zu heißt und, ist das jetzt Teil von Vornamen, Nachnamen, ja, wo ist das? Oder wenn ihr noch irgendwelche akademische Titel habt. Was ich sage, man sollte immer nur Full Name fragen und dann schreibt ihr einfach nur, wie ihr offiziell hier heißt, wie es auf den Dokumenten steht und. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei Polyglot Gathering sind, ja, dann könnt ihr How should I call you? Also fragen, wie sollen wir dich nennen? Also mein Full Name ist Miroslav Šedivý. How should we call you? Just call me Miro. Miro. Ja. Aber es gibt natürlich Leute, die damit jetzt umgehen können. Also zum Beispiel der Mr. T sagt, ja, my first name is Mr., middle name is Punkte und dann last name is T. Trotzdem gibt es noch immer Formulare, die sowas wollen. Also bitte geben Sie nur Zeichen aus dem europäischen Zeichensatz ein. Mein Name enthält nur europäischen Zeichensatz. Bitte geben Sie einen gültigen, vollständigen Namen ein. Mein Name ist gültig und vollständig. Namen von Personen können nicht ungültig sein. Also ihr solltet, wenn die Programmierer irgendwas machen, die sollten eigentlich nichts erwarten. Ja? Also nicht irgendwelche Limite auf die Länge machen, zu kurz, zu lang. Nein, es gibt lange Namen. Es gibt sogar sehr lange Namen. Ja? Ihr solltet keine Stopwords benutzen, also keine Stichwörter, die eventuell irgendwelche Schimpfwörter sind, weil ein Schimpfwort in einer Sprache kann eigentlich ein ganz normaler Name in einer anderen Sprache sein. Also das sollte man nicht nutzen. Die Leute innerhalb meiner Familie müssen nicht unbedingt den gleichen Familiennamen haben. Also alle männliche Leute in meiner Familie heißen Šedivý, alle weibliche heißen Šedivá. Ja? Das ist grammatikalisch so. Es gibt unterschiedliche andere Alphabeten, die unterschiedliche Transkriptionen haben. Also jetzt zum Beispiel Anton Pavlovich Chechow. In jeder europäischen Sprache heißt er eigentlich anders. Oder Chinesisch, ja. Und auch umgekehrt. Ich war zweimal in Russland und ich habe in meinem Reisepass zwei Visa. Und in einem ist Šedivý so geschrieben in Kyrillisch, in anderem ist er so geschrieben. Also das muss auch nicht eindeutig sein. Die Männer, die ändern ihren Familiennamen auch, ja, eventuell. Das heißt, wenn man im Formular fragt nach Maiden Name oder Nee, ist falsch, das können auch Männer sein. Ja? Und. Oder Buchstaben, also Namen mit einem Buchstaben müssen jetzt nicht unbedingt initial sein. Also Benoit B. Mandelbrot, das B ist nicht Initiale, das heißt, er hieß einfach nur B. Also das heißt eigentlich ziemlich alles, was man drücken kann, sollte akzeptiert sein als Teil von einem Namen. Es gab jetzt Fall, also Christopher Null, hello, I am Mr. Null. Wenn Null, N-U-L-L, benutzt man oft als Placeholder, also als
Wort, was repräsentiert, dass jetzt ein Wert unbekannt ist. Aber wenn es ein Text ist oder Zeichenkette, dann sollte man das in Anführungszeichen setzen, programmatorisch, und dann hat man damit jetzt nicht das Problem. Oder das hier ist sehr bekannt, Mutter wird von der Schule angerufen, wir haben ein Problem, ihr Sohn heißt ihr Sohn jetzt Robert, Anführungszeichen, Klammer zu, Strichpunkte, Drop Table Students. Das hier heißt SQL Injection. Und das ist die Art, wie, wenn man jetzt seinen Namen als die zwei Zeichen, also zwei Zeilen, diese Robert Drop Table Students schreibt und das Programm das direkt in die Datenbank schickt, dann schmeißt es eine Datenbank weg. Wenn man das richtig programmiert, kann sowas absolut nicht passieren. Ja. Also das ist jetzt, dass auch die Programmierer sollten da eigentlich aufpassen. Es gibt nicht nur Namen von Personen, Straßen, Städte. Ja, also das hier zum Beispiel Einbahnstraße. Man sagt, das ist die häufigste, der häufigste Straßenname in Deutschland. Ist nicht Einbahnstraße, ja klar, als Wortspiel. Aber es gibt zum Beispiel Hauptstraße, heißt nicht Hauptstraube. Und wenn ihr nach Hauptstraube sucht, da gibt es ganz viele OCR-Programme, die irgendwas gelesen haben aus Deutschland und Strafe, es ist nicht so bekannt, sieht fast wie ein B aus und haben das online veröffentlicht. Dann gibt es Namen von Orten, die sehr kurz sind, also O irgendwo in Skandinavien oder Y in, irgendwo in Frankreich. Ja, oder wenn ihr jetzt sowas habt und dann gibt es eine Hint-Question zum Beispiel, also irgendwo in Formularen, what is your mother's maiden name, wie hieß ihre Mutter, und die Antwort sollte mindestens 6 Buchstaben sein. Ja, wenn ihr so heißt oder wenn ihr, euer Name zu kurz ist, dann klar, dann kann das nicht funktionieren. Ja, und dann gibt es wieder lange Namen, also das zum Beispiel dieser Ort in Wales, Chlamwarpuch, Gwingach, Ogerach, Windrobuch, Quantasilio, Gogogoch. Oder in Polen, Chrzonciszewo, Szice, Powiat, Wenkowody. Ja, oder manchmal braucht man gar keine Adresse, gar keine Anschrift zu schreiben, weil wenn man das genug beschreibt, wie zum Beispiel hier auf Island, dann funktioniert es und die Post findet den Ort. Wenn ihr jetzt tatsächlich programmiert oder wenn ihr jetzt zu einem Formular kommt, in dem euer Name jetzt nicht funktioniert, dann schickt bitte diesen Link an die Leute. Das ist eine Liste von allen möglichen Sachen, an die man denken muss, wenn ihr programmiert, weil Namen, ich lasse das euch jetzt nicht lesen, also guckt euch das online, Namen von Leuten, womit man rechnen muss, wenn man programmiert und wenn man mit Namen von Personen arbeitet. Ja, da sind ganz viele. Also, damit man euch jetzt nicht sagt, also damit euer Programm, falls ihr programmiert, nicht sagt, dass ihr Name ist ungültig, was eigentlich gar nicht geht, dann bitte respektiert die Namen von euren Nutzern. Wenn ihr jetzt mit der Locale arbeitet, dann importieren ICU-Bibliothek in Python wäre gut, aber in anderen Programmiersprachen müsst ihr da auch aufpassen. Wenn ihr aus der Festplatte liest, dann so schnell aus den Bytes auf der Festplatte zu den Zeichenketten Strings konvertieren, damit arbeiten und wieder erst beim Exportieren erst so spät wie möglich konvertieren. UTF-8 benutzen, also jetzt Latin-1, Latin-1, Latin-2, ASCII und so weiter, das alles einfach nur loswerden, braucht man nicht, weil mit UTF-8 könnt ihr eigentlich ganz normal arbeiten, also dann einfach nur call bleiben. Wenn ihr jetzt sagt, ihr Name ist ungültig, oder wenn ihr so ein Formular findet, dann landet ihr auf Twitter, es gibt ein Konto, Your Name is Valid. Ursprünglich wollte ich das Your Name is Invalid nennen, aber das ist wieder zu lang für Twitter, also deswegen heißt dieser Account Your Name is Valid. Und da landen alle möglichen Screenshots von irgendwelchen Formularen, die den Leuten sagen, ey, ihr Name ist ungültig, zu lang, zu kurz, so Zeichen und dann geht nicht. Ja. Und dann einfach mal schön und nett sein zueinander. Das war es, vielen Dank. Und jetzt haben wir hier irgendwelche Fragen. Kann nicht Unicode einfach solche Probleme lösen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, Unicode löst solche Probleme. Man muss das nur machen. Ja, viele Leute wissen das nicht, dass man eigentlich Unicode nutzen soll und Unicode-Zeichen auch akzeptieren soll. Ich habe, also wenn ihr euch diesen Account, Twitter-Account, Your Name is Valid anschaut, dann gibt es genug Formulare, die sagen, ja, euer Name entspricht nicht unserer Form und die Form akzeptiert nur Zeichen A bis Z groß. Also, ja. Nächste Frage. Was sollen wir machen, wenn wir nach dem Geschlecht nicht gefragt haben? Es gibt zum Beispiel Kai, Sascha und so weiter. Geschlecht, das ist wieder ein anderes Thema.
wenn ihr etwa eine Information von dem Benutzer nicht braucht, dann fragt sie nicht ab. Also wenn ihr jemandem Post schicken wollt, dann Geschlecht ist nicht wichtig. Da ist wichtig der komplette Name, so wie er auf dem Briefkasten steht. Und das solltet ihr übernehmen, akzeptieren und so schicken. Wenn ihr dem Geschlecht arbeiten wollt, müsst, dann müsst ihr eigentlich dran denken, dass ihr das alles richtig macht. So, dann würde ich mich bedanken. Ich wünsche euch, dass euer Name gültig bleibt, dass ihr damit nicht, keine Probleme habt und dann viel Spaß noch beim Polyglot Gathering. Ich glaube, da kommt noch eine Frage. Eine Bemerkung, die ganze mehrsprachige Wikipedia ist hier wegen Brian Weiber, der erste Wikipedia-Angestellte. Er wollte Esperanto-Version ermöglichen, deswegen benutzte er Unicode. Ja, Unicode können wir in unserem Bereich, also mit den Sprachen, die wir nutzen in Europa, eigentlich gar nichts falsch machen. Es gibt bestimmt Sprachen in der Welt oder Zeichen, die da noch nicht drin sind, aber die kommen nach und nach. Klar, wenn man schon mit sowas arbeitet, dann hat man schon andere Probleme. Aber ich sage jetzt, ohne Unicode haben 5% der Leute Probleme oder 20% oder so, aber mit Unicode haben 0,000 nichts, also deutlich weniger. Okay, dann ich wünsche euch eigentlich noch viel Spaß und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und freue mich noch auf weitere Gespräche. Ja.